So, Wolfgang, ist was los? Jetzt sind wir wieder da. Jetzt repariert der Tommy los. Ich habe zwei Zuschauer. Bremsbelag hinten. Bremsbelag nicht, sondern Bremse hinten. Und hier, die ist sehr steif. Guck mal, ob wir das hier löst kriegen. Das Problem ist aber nicht. Kann er sich denn im Workshop angucken? Im Live-Workshop? Wird der Tommy gemacht. Thorsten, du musst lernen, wieder aufzuräumen. So, jetzt packe ich den Zug hier, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Der kann weg. Das kann eigentlich auch weg. So. So, ein neuer Zug wird reingesetzt. Dann kommt dieses Teil wieder auf. Die Pinöbli, pop. Kommt das hier ran? Kommt das darüber? Und das hier fest.
Läuft total beschissen, ey. Die Bremse muss raus. Irgendwas hat die Bremse. Lange Zeit kein Fett gesehen oder irgendwas. Bremse ist fest ohne Ende. Nee, das ist ja nicht. Nee. Verrottet und verranzt und verwanzt und ekelhaft. So, schauen wir mal, ob ich das hinkriege, die Bremse zu lösen. Dazu spannt man hier einen Schraubstock ein. So hier. Problem ist, es bewegt sich halt echt nur diese Federding hier und nicht das Innenleben. Dieses hier, das bewegt sich nicht mehr. Bewegen. Ah, jetzt kommt's. Wunderbar, siehst du? 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 10, 16, 17, 10, 20. 41, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61. Wenn sie von alleine runterfällt, dann ist alles geschafft. Yes! Von überhaupt nicht bewegen und guck mal, was für ein Rost da rauskommt. Für Rostwasser. Da unten lang läuft. Von überhaupt nicht bewegen zu so. Zu so. Zu so. Geil. Geschafft. Und die läuft wieder wie am ersten Tag. Total genial. Also man muss nicht immer alles wegschmeißen. Auch wenn es ein billiger Artikel ist, lohnt sich das manchmal, ein bisschen Öl zu investieren, ein bisschen Arbeit zu investieren. Ja, jetzt wird es nochmal sauber gemacht. Nochmal abgewischt alles. Damit die eingebaut, läuft besser als die andere Seite. So, haben wir ein Problem mit der anderen Seite. Super, so soll es sein, so soll es laufen, im Idealfall. Was tun, wenn die Bremse verrostet ist und sich nicht mehr bewegen lässt? Das haben wir jetzt gesehen. So, ich habe sie geschafft. Sie läuft wie am ersten Tag. Fett drauf. Und dann kommt die wieder rein.
So. Läuft besser als die andere Seite. Ich bin total begeistert. Also wenn jetzt jemand ein bisschen was sehen will, dann kann er jetzt gerne einschalten und dabei bleiben. Jetzt repariere ich halt hier eine Bremse gerade. Das ist jetzt nicht so aufregend. Aber angesichts dessen, dass heute den ganzen Tag über gar nichts war. Oh, guck mal, wie das funktioniert. Ist das spannend? Ja, mein lieber Scholli. Was die andere eine Lutschpuppe dagegen jetzt gerade. Das sieht man auch sofort. Sieht sofort auf der Seite volle Pulle, auf der anderen Seite schleift's. Nur hier Spannung rausnehmen. Perfekt. Jetzt einen Zug auf die richtige Länge einstellen und dann haben wir es. Ja, angesichts dessen, dass den ganzen Tag über Jahre nicht los war, ist das jetzt natürlich Highlight. So richtig, was ist. So richtig, der Laden brummt. Na, danach gibt es noch ein verbogenes Hinterrad, verbogenes Vorderrad zu sehen. Kein Hinterrad, Vorderrad. So. Hallo. Ja, ich habe die Bremse zerlegt. Ja. Und im Schraubstock wieder gängig gemacht. Das Ganze kannst du dir auf YouTube gleich angucken. Das ist halt live auf YouTube. Und probier mal. So muss sich das anfühlen. Ja, sehr schön. Ja, die zieht. Besser natürlich jetzt als die andere Seite so, ja. Wie gesagt, man muss das auseinandernehmen, man muss das wissen, was man macht natürlich und wo man bewegt. Man kann nicht einfach die Feder hin und her bewegen oder ein bisschen ölen oder so. Hier läuft lauter Rost jetzt Wasser jetzt hier noch raus, also Rostöl. Mhm. Weil das ist halt eine günstige Bremse, ne? Das war Shimano, aber ist eine günstige Bremse. Der neue Zug ist drin. Man kann ja an diesen kleinen Schrauben sonst noch verstellen. Aber ich, sonst na, aber das, hat ja, aber das hat ja keinen Sinn. Okay. Das hat keinen Sinn, wenn es festgerostet ist. Weißt du, dann hat macht es ja keinen Sinn. Mhm. Na, das ist ja eine Hülse. Ja. Hier innen drin ist ja. Also einmal ist eine. Ach, und die haben sie im. Einmal ist dieser. Im Schraubstock weggenommen. Ja, ich erinnere mich. Einmal ist diese Hülse. Kannst du dir das angucken. Ich habe das alte Film. Wie man sowas gängig macht, ist ja häufiger das Problem. Ja? Einmal ist dieser Stift, der hier rauskommt. Ja, wo die Bremse raufgesteckt wird. So, das, was von der Bremse aber raufgesteckt wird, ist ja auch nur eine Hülse, die über diese Hülse steckt. Ja. Und außenrum läuft nochmal eine Hülse. Und die zwei Hülsen innen drin, in dieser Bremse selber, ja, die ja nichts mit dem Rahmen zu tun haben, die sind festgerostet miteinander. Ja, und wenn die festgerostet sind miteinander, dann versuchst du die ganze Zeit hier durch Bewegen irgendwas zu machen. Dann bewegt sich aber eben nur die gesamte Bremse auf dieser Hülse hier außen. Aber du kriegst die beiden nicht gelöst. Du musst das mit einer mit dem Schraubstock, im Schraubstock, also ausbauen komplett, in den Schraubstock einspannen hier. Und dann bewegen. Ich habe ja keinen Schraubstock zu Hause. Naja. Anders geht's halt nicht. Also du kriegst es ja nicht anders zu ihr halten, weißt du? Okay. Oder mit einer Zange oder was weiß ich, ja. Irgendwie. Ist ja nur, damit man weiß, wie es funktioniert. Man muss nicht immer alles gleich neu kaufen und so. Zwar ist es mehr Arbeit, sowas zu machen. Aber eben jedes Mal alles wegzuschmeißen, ist ja auch schade. Ist ja auch blöd, oder? Ja, nee, ist super. Richtig, weißt du? Auch mal eine